René, wie viel Startkapital benötige ich denn, um ein Online-Business zu starten? Wie lange muss ich denn sparen, damit ich endlich loslegen kann? Diese Frage beantworte ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist René von teachdich.de und auf meinem Kanal geht es darum, wie man online Geld verdienen kann auf seriöse Art und Weise. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das doch bitte nach und aktiviere das Glöckchen, damit du auch nichts mehr verpasst. Damit habe ich mein erstes Online-Business gestartet. Und auch du kannst im Jahre 2020 mit 20 Euro dein erstes Online-Business starten. Du brauchst also kein riesen Startkapital, du musst nicht ewig sparen, du musst kein Geld ausgeben für irgendwelche Dinge, die dir am Ende sowieso nichts bringen, sondern du nimmst diese 20 Euro, gehst zu deinem Gewerbeamt, füllst eine Gewerbeanmeldung aus, danach hast du ein Online-Business und danach kannst du loslegen. Und wie du ohne weiteres Kapital, also wie du am Ende dann mit null weiter fortfährst, das erfährst du jetzt. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, ohne Startkapital online Geld zu verdienen. Ich selbst habe mit Affiliate-Marketing angefangen, und zwar auf seriöse Art und Weise, ohne die Leute zuzuspammen mit meinen Affiliate-Links. Und so kannst du das auch machen. Du gehst also beispielsweise auf partnernet.amazon.de, meldest dich dort an und kannst die komplette Produktpalette von Amazon bewerben. Bekommst dann, wenn du angenommen wurdest, deinen ganz persönlichen Affiliate-Link. Diesen postest du dann entweder auf deinem Blog, auf deiner Website oder wo auch immer. Wenn dann jemand auf diesen Link klickt, bekommst du eine Provision und verdienst somit Monat für Monat passiv Geld. Es ist natürlich von Vorteil, wenn du eine Reichweite hast oder du kannst dir auch die Reichweite aufbauen. Aufbauen kannst du dir die Reichweite zum Beispiel mit YouTube. Das wäre die zweite Möglichkeit, online Geld zu verdienen, von heute auf morgen ohne Startkapital. Du nimmst also entweder dein Handy und filmst dich selbst ab oder erstellst PowerPoint-Folien und sprichst dazu, lädst das Ganze als Video auf YouTube hoch, startest also deinen YouTube-Kanal, sammelst nach und nach Follower und unter deinen Videos postest du dann deinen Affiliate-Link, den du dir zum Beispiel von Amazon geholt hast oder auch aus anderen Portalen. Es gibt da zahlreiche Möglichkeiten. Postest den also unter deinem Video. Wenn jemand dann auf diesen Link klickt, der sollte natürlich zu dem Thema sein, das du in deinem Video behandelst. Wenn jemand darauf klickt, kriegst du wieder die Provision und hast am Ende nichts ausgegeben, außer deine Zeit, deine Energie reingesteckt, aber kein Geld ausgegeben. Wenn du 1000 Follower hast, 1000 Subscriber auf deinem YouTube-Channel und 4000 Stunden Watchtime, dann kannst du auch deinen YouTube-Kanal monetarisieren lassen. Dann bekommst du für jedes Video, was du hochlädst, dann auch eine Vergütung. Für 1000 Klicks bekommst du zwischen 50 Cent bis 30, 40 Euro, je nachdem, in welchem Bereich du unterwegs bist. Also für Bildungsvideos bekommst du wesentlich mehr als für Unterhaltungsvideos. Wenn du reine Unterhaltungsvideos machst, kriegst du vielleicht 1 Dollar oder 1 Euro pro 1000 Klicks. Wenn du Videos im Bereich Bildung, Schrägstrich, finanzielle Bildung drehst, bekommst du wesentlich mehr. Das können auch 30, 40 Euro oder 30, 40 Dollar pro 1000 Klicks sein. Und so kannst du auch schon, wenn du dann deine 1000 Follower hast, 200, 300 Euro im Monat passiv nur über AdSense verdienen. Hinzu kommen dann noch die Einnahmen aus deinen Affiliate-Links unter deinem YouTube-Kanal. Die dritte Möglichkeit wäre, dass du dich auf Fiverr.com anmeldest. Ich verlinke dir das einmal unten und dort deine Dienstleistungen anbietest. Vielleicht kannst du ja gut E-Book-Cover erstellen. Vielleicht kennst du dich mit irgendwelchen Dingen aus, mit SEO, also mit Search Engine Optimization. Vielleicht kannst du E-Books sehr gut formatieren. Dann kannst du deine Dienstleistungen dort anbieten. Und wenn jemand deine Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte, bezahlt er dir ein gewisses Geld, 50, 60, 70 oder 100 Euro, je nachdem, was du anbietest. Und du leistest dann die Arbeit, also du erstellst zum Beispiel ein schönes E-Book-Cover für eine Person, bekommst dann im Gegenzug dein Geld, Fiverr bekommt einen kleinen Anteil und so kannst du als Freelancer auf dieser Plattform auch Geld verdienen. Also das wäre eine schöne Möglichkeit, um als Freelancer, um als Freiberufler im Internet von heute auf morgen Geld zu verdienen. Eine weitere Möglichkeit, die es immer noch gibt, sind Kindle E-Books. Also du erstellst ein E-Book, lädst es auf das Kindle-Portal hoch, verkaufst es dort und bekommst Monat für Monat Tantiemenzahlungen. Solltest natürlich eine Nische wählen, die interessant ist, eine Nische, die nachgefragt ist, weil nicht alle E-Books sich gut verkaufen. Ich habe selbst auch E-Books, die nur 2, 3, 4, 5 oder 10 Euro im Monat machen, aber auch E-Books, die 100 Euro im Monat machen. Also da ist die Range auch sehr groß. Aber ich würde dir auf alle Fälle empfehlen, einmal mit E-Books zu starten, mit Sachbüchern vor allem. Also nicht gleich einen dicken Roman schreiben, sondern mit Sachbüchern zu Themen, zu denen du dich gut auskennst. Vielleicht Videoschnitt, vielleicht Online-Marketing. Also es gibt sicherlich Themen, zu denen du dich auskennst, Sachthemen, zu denen du einfach mal ein 20, 25 oder 30-seitiges E-Book schreiben solltest und das auf
Kindle hochladen solltest. Es kostet dich nichts, es kostet dich nur die Zeit und du kannst also mit genau 0 Euro dann ein Kindle-E-Book hochladen und es verkauft sich auch organisch und du musst kein Geld für Werbung reinstecken. Wenn du selbstverständlich noch ein bisschen Geld hast oder Startkapital zur Verfügung hast, kannst du auch Werbung schalten, kannst dann natürlich höhere Einkommen generieren hiermit. Eine weitere Möglichkeit, mit digitalen Informationsprodukten Geld zu verdienen, sind Online-Kurse. Gerade im deutschsprachigen Raum gibt es noch nicht viele Dozenten, aber es gibt eine hohe Nachfrage nach Online-Bildung. Also der Online-Bildungsmarkt, der wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wahrscheinlich noch ganz heftig wachsen. Und wenn du jetzt dabei bist, dann hast du schon mal den Fuß in der Tür und kannst hier ordentlich Umsatz generieren und hast dich schon mal positioniert. Du kannst deine Online-Kurse, die du aufnimmst, zu Themen, zu denen du dich auskennst oder zu denen du dich belesen hast und ein Fachmann bist, auf udemy.com verkaufen oder auf Bitdegree oder auch Skillshare gibt es auch die Möglichkeit, hier aber vor allem englischsprachige Kurse. Du kannst aber auch deine eigene Online-Akademie für 0 Euro gründen. Das habe ich auch gemacht und zwar mit teachable.com. Verlinke ich dir unten. Kannst dir auch meine Seite teachdich.de, so wie der Kanal heißt, mal anschauen. Die ist auch mit Teachable gebaut, auch für 0 Euro. Du kannst natürlich noch einen höheren Plan dann wählen, 30, 40, 50 Euro, umso mehr Möglichkeiten hast du. Aber du kannst mit 0 Euro auch starten, deine Online-Kurse, die du dann bereits erstellt hast, dort hochladen. Dann musst du natürlich selbst für Traffic sorgen, damit sich die Kurse von deiner Online-Plattform auch verkaufen. Aber für 0 Euro eine eigene Online-Akademie aufzubauen, finde ich doch eine ganz hervorragende Sache. Du siehst also, diese 20 Euro sind gut investiert und mehr brauchst du am Anfang wirklich nicht. Auch wenn du jetzt sagst, ja, wenn ich Online-Kurse aufnehme, brauche ich noch eine gute Kamera, brauche ich ein Riesen-Equipment. Nein, ich nehme alle meine Kurse und alle meine YouTube-Videos mit meinem Handy auf und habe lediglich ein paar Softboxen gekauft, die 50 Euro kosten, die mir ein bisschen Licht geben. Dieses Mikro hier kostet 20 Euro, also mit 70 Euro bist du dabei. Du kannst das Ganze aber auch mit Tageslicht machen und somit brauchst du noch nicht mal Geld für diese Softboxen, für dieses Licht auszugeben. Starte also am besten noch heute oder spätestens morgen. Ich hoffe, die Tipps und Hinweise haben dir gut gefallen. Abonniere doch gerne meinen Kanal und aktiviere das Glöckchen, dann verpasst du auch nichts mehr zu den Themen Online-Marketing, Geld verdienen auf seriöse Art und Weise im Internet und Persönlichkeitsentwicklung, Finanzen etc. etc. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Also mach's gut, hab einen schönen Tag. Bis dann.